Dauerwerbesendung. Hexi-Crack-Challenge! Das Ganze ist so eine kleine Challenge, wo man ganz viele Alltagsgegenstände einbauen muss. Wir müssen gleich alle Sachen irgendwie zusammenbinden. 3, 2, 1, los! Hey Leute! Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmittel-Kanal. Und herzlich willkommen zur... Ja, zur Hexi-Crack-Challenge. Und die Produkte sind alle von Hot Wheels Track Builder Unlimited tatsächlich. Und wir haben eine richtig coole Challenge vor. Ja, ganz genau. Wir haben nämlich von Hot Wheels ganz viele Sachen geschickt bekommen. Finden wir natürlich schon mal gut. Also das Ganze ist in Kooperation entstanden mit Hot Wheels. Und wir müssen im Rahmen von dieser Challenge einmal all das hier aufbauen. Das heißt, wir müssen, wir dürfen natürlich. Ja. Und wir werden gleich uns vor allem challengen mit ganz vielen anderen verschiedenen Ländern. Ja. Das heißt, da wird dann so eine kleine Challenge draus gemacht. Und am Ende geht es sogar darum, dass ihr abstimmen könnt, wer sich da am besten geschlagen hat. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal das Ganze auf, ne? Ja. Okay. Los geht's! So Leute, ihr habt gesehen, wir haben jetzt eine ganze Weile ein bisschen gebaut. Hat auf jeden Fall schon Bock gemacht. Ja, oder? Auf jeden Fall mega Bock gemacht. Und wir gucken uns jetzt mal an, was wir jetzt hier so geschaffen haben. Genau. Wir müssen jetzt hier gleich noch ein bisschen aufbauen, damit es gleich schön aussieht, aber das kommt gleich alles noch. Hier könnt ihr tatsächlich das Corkscrew Twist Kit sehen. Das ist schon ziemlich cool. Das Fahrzeug wird dann hier vorne hingetan. Also hier vorne reingemacht und dann einmal drauf gedrückt und dann geht der Looping los und das sieht richtig cool aus. Wir haben es gerade schon einmal getestet, sieht wirklich krass aus. Ja. Denkt man auch gar nicht, dass das dieser Looping dann einfach komplett durchgefahren wird. Genau, hier haben wir tatsächlich auch noch die Stunt Crash Box. Wir schauen noch mal, ob wir die auch noch einbauen werden, da sind wir noch nicht sicher. Aber das. Ja, wir bauen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ja. Ich habe mich hier gerade zum Beispiel an das Ding hier gesetzt, auch sehr, sehr cool. Ja. Der kann man beispielsweise dann jetzt hier einmal so durch so einen halben Looping fahren und dann hier so einmal runter. Das Ganze werden wir nachher natürlich noch mal in Action sehen. Und das ist die Ultra Boost, das ist der Ultra Boost Kit. Genau, das ist das Ultra Boost Kit. Ja, das ist auch richtig cool. Und wir hatten ja am Anfang schon mal erwähnt, dass das Ganze so eine kleine Challenge ist, wo man ganz viele Alltagsgegenstände einbauen muss. Ja. Und das haben wir jetzt auch schon mal so ein bisschen vorbereitet. Genau. Also Alltagsgegenstände mit der Regel, dass sie anfangen müssen mit dem ersten Buchstaben unseres Vornamens. Also entweder R wegen René oder C wegen Claudio. Genau. Und was haben wir uns da überlegt? Hier haben wir ein Radiergummi. Ja, ja. Dann haben wir ein Ringbuch. Ja. Ein Regal. Ja. Und ein Rucksack. Rucksack. Also, ja, sei froh, dass ich René heiße und nicht Zorro, ne? Weil dann hätte man ein Problem gehabt. Dann hätte man nicht so viel gefunden. Genau, Rucksack und der letzte Gegenstand war nochmal... Das war eine Computermaus. Oder den Controller. Also Computermaus hatten wir jetzt überlegt, aber wir haben hier auch einen Controller, so einen ganz normalen Controller. Den haben wir auch noch. Und wir müssen gleich alle Sachen irgendwie zusammenbinden oder zusammenbauen. Und wenn wir das besonders kreativ machen, dann werden wir bei der Abstimmung am Ende vielleicht auch besonders gut abschneiden. Ganz mal schauen. Genau! Ich freue mich schon! Freunde, ich würde sagen, unsere Strecke ist fertig, weil schaut mal, Freunde, hier vorne werden wir beginnen, das Ganze wird dann über ein Looping stattfinden, oh, dann geht es hier drunter weiter und unten seht ihr unseren ersten Gegenstand, und zwar der Rucksack, dient als Stütze für den zweiten Gegenstand, nämlich bei dem Regal, wo unsere Strecke ja durchführt. Genau, dann geht es hier weiter mit der Bahn, die René aufgebaut hat. Und Freunde, das ist einfach so cool. Dann geht es hier drüben weiter, also geht es erstmal hier weiter. Dann geht es hier tatsächlich durch, das
oder das Ringbuch eher gesagt. Das ist ein Stück vom Ringbuch. Genau, dann geht es hier weiter über den Controller, der das Ganze nochmal abstützt, was auch ziemlich gut ist. Und am Ende fliegt unser Fahrzeug gegen den Radiergummi. Ja, und jetzt haben wir so viel gelabert, sollen wir uns das Ganze einfach mal angucken? Ja. So. Okay, so, wir haben uns jetzt mal ein Auto ausgesucht, nämlich das hier. Es gibt aber auch noch ganz viele weitere Autos, das ist natürlich irgendwie klar. Es gibt zum Beispiel hier eine ganze Menge, das werden wir gleich nochmal auspacken und in Ruhe alles für uns dann nochmal testen. Genau, und es gibt natürlich auch noch ganz viele weitere Möglichkeiten. Also das hier ist wirklich nur eine Strecke, die wir jetzt hier gebaut haben. Genau. Das kann man wirklich verändern, wie man will. Und das ist auch das Coole, dass man wirklich da komplett kreativ sein kann. Aber wir starten jetzt einfach. Ja, let's go. Wieder Schuss, zu viel. Also, wir packen jetzt unser Auto einmal hier hin und da kann man so fest wie man will, einfach hier Start geben. Und ich hoffe natürlich, dass es beim ersten Mal klappt. Ja. Und zwar muss man hier ganz, ganz fest draufhauen und dann geht's halt los. Also, 3, 2, 1, los! Tada! Ja! Und Freunde, ich würde sagen, das Ganze geht jetzt nochmal in schön. Ja, genau, weil das ging halt auch so schnell, das müssen wir jetzt nochmal in ganz langsam angucken. So, das war unsere Strecke, jetzt nochmal in Nahaufnahme. Ich hoffe, ihr fandet es genauso cool wie wir, weil uns hat das echt Bock gemacht, das Ganze aufzubauen. Richtig. Genau, wir können nochmal sagen, das Ganze war dann von Hot Wheels Hexatrack Challenge. Der Link ist in der Beschreibung, da könnt ihr gerne für uns abstimmen. Wird uns natürlich sehr freuen, dann gewinnen wir gegen die anderen. Fänden wir natürlich super. Also wir finden, wir haben es verdient. Also wenn man diese Strecke hier anschaut, also natürlich hat man es da verdient. Oder? Vor allem, weil es einfach direkt geklappt hat. Ja, es hat also funktioniert und es hat einfach Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Deswegen check gerne den Link in der Beschreibung ab. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Genau. Ciao. Ciao.